Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, LS19, wieder von der Auf Bergmann. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, seit der letzten Folge und dem Livestream hat sich so einiges getan, denn es gibt eine neue Version von der Hof Bergmann, die 1.0.62. Ne, da kamen zwei kurze Fixes hintereinander. Ihr braucht auch keinen Spielstand neu beginnen, wenn ihr die 1.0.0.6 schon genutzt habt. Nicht die Beta, ne? Die Beta zählt nicht dazu. Die Beta 4 zum Beispiel, 2, 3 oder 1, ihr braucht auf jeden Fall dann einen neuen Spielstand, wenn ihr von der Beta kommt. Ansonsten für alle die, die die 1.0.0.6 schon haben oder hatten, können den Fix installieren. Ne, es kam einmal die 6.1 raus. Und einen Tag später kam noch eine andere raus, eine weitere Version, da wurde aber allerdings nur nochmal gefixt, dass die englische Sprachdatei, die war da wohl defekt. Ja, was haben wir alles gemacht? Wir haben einige Felder ausgesät, ne? Wir haben einiges auf die Felder gebracht hier, soweit sind hier alle Felder wieder ready, die wachsen auf jeden Fall. Und ja, heute um 11 Uhr gab es auch noch ein Patch vom LS19, ich glaube der 1.6er war es. Den könnt ihr ganz normal runterladen bei Steam. Wenn ihr das automatisch habt, könnt ihr das ganz normal automatisch runterladen. Ansonsten über Giants runterladen. Ne, direkt über den E-Download-Shop könnt ihr das dann auch über die Webseite ganz normal runterladen. Meine Erfahrung war immer bei Patches, dass man danach einmal kurz einen Shader-Cache leert. Das macht ihr unter dem Pfad My Documents, also meine Dokumente, My Games, Farming Simulator und so weiter. Dann Shader-Cache einmal leeren. Und danach einmal die Karte nochmal abfahren oder abfliegen, je nachdem. Ne? Das sind so meine Erfahrungen, die ich immer bisher gemacht habe. Natürlich wollen wir heute auch einiges machen. Und zwar wollen wir heute mal wieder die Gewächshäuser in Betrieb nehmen. Und da werden wir mal noch was Neues testen. Ne? Falls ihr noch nicht mitbekommen habt, was alles neu ist bei der neuen Hof-Bergmann-Version oder bei dem kleinen Fix. Da gab es nämlich auch eine Änderungen. Nämlich der Schlauchsystem ist jetzt optional. Ja, packe ich euch das oben einfach rechts in die Info rein, einmal oben aufs i klicken und da wird das Ganze dann nochmal erklärt. Nicht wundern, ja, ich erzähle die ganze Zeit von der 6.1er Variante. Die 6.2er kam an dem Tag, wo ich das Video veröffentlicht hatte. Also da war nur der englische Sprachdatei defekt. So, ich habe hier schon ein bisschen Kompost aufgeladen. Man sieht es vielleicht hier. Ne, da ist Kompost drin, aber er ist noch nicht ganz voll, warum auch immer. Hat er mal wieder angehalten. Das ist leider auch immer so ein Ding, dass manchmal hier die Dinger hier so ein bisschen anhalten. So, warte mal. Wir fahren noch mal ran hier und machen den noch mal voll. Wir wollen ja mit viel Kompost rüberfahren. Nämlich das werden wir für unsere Gewächshäuser nutzen. Und dann zeige ich euch mal, wie das funktioniert mit der Triggerabladung. Weil ihr könnt ja jetzt entscheiden, Schlauch oder Trigger. Ich werde halt definitiv mit Schlauch spielen, weil das halt viel schöner ist und viel mehr Spaß macht. Es muss halt jeder selbst entscheiden, ne? Und vielleicht noch einen kleinen Tipp, Leute. Wenn ich ein Video mache, ja, was ihr schaut, wo ich voraussetze, ich setze voraus, dass ihr schaut. Stellt bitte keine Fragen, die ich im Video beantworte. Ne? Zum Beispiel bei der 1, bei der Vorstellung des neuen Updates, gab es Fragen, die ich im Video beantwortet habe. Ne? Also nicht einmal nur den Titel lesen und dann einen Kommentar drunter schreiben, sondern schaut euch das Video erstmal an, Leute. Ne? Das ist jetzt keine Kritik oder so, das ist einfach nur ein nett gemeinter Tipp, ne? Weil das erspart euch Zeit, ne? Den Kommentar zu schreiben und darauf zu warten, dass ich antworte. Ne? Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber bitte schaut euch doch einfach mal die Videos an und hört sie euch an, was der gute Onkel erzählt. Ne? Euch scheinen ja die Videos zu gefallen, auch die Vorstellungsvideos. Deswegen, einfach kleiner Tipp, schaut die Videos, Leute, und fragt keine Fragen, die in dem Video beantwortet werden, ne? Weil das ist, ja, weiß ich nicht. Also ich finde es dann nicht toll, ne, wenn ich nochmal auf Fragen eingehen muss, die eigentlich im Video beantwortet werden. Ne? Ja, ich beantworte gerne Kommentare, ne, soll es nicht heißen, dass ich das nicht gerne mache, aber es würde euch Zeit ersparen und mir erspart es dann auch Zeit, einen Kommentar zu beantworten und kann mich dann lieber neuen Projekten widmen oder halt auch anderen Kommentaren, die jetzt halt wirklich Fragen haben, die jetzt da nicht beantwortet wurden. Ne? Einfach mal zuhören, Leute. Das ist die Devise. So, wir fahren jetzt mal rüber zu den Gewächshäusern. Da werden wir einmal Kompost einladen und werden dann auch Wasser überladen für die Gewächshäuser. Ich habe mir auch noch den
den jeweiligen Gabelstapler von der Kornmühle ausgeborgt. Ne? Ich habe gesagt, ey, Klaus, ich brauche mal deinen Gabelstapler und für unbestimmte Zeit und habe den einfach mal geparkt. Das haben wir im Livestream gemacht. Da haben sich einige aufgeregt und so weiter. Ja, Livestreams gibt es ab morgen wieder. Ne? Also auch diese Woche wieder 3 Livestreams auf Twitch. Ne? Auf YouTube wird es definitiv keine Livestreams geben. Schaut einfach vorbei. Twitch ist auch kostenfrei. Das kostet gar nichts. Link ist in der Videobeschreibung oder oben rechts in der Kanalinfo. Und HomerYT, da findet ihr mich. Da gibt es am Mittwoch wieder die Map La Coroniella. Es sei denn, es kommt noch eine andere Map raus. Dann werden wir darauf wechseln. Dann einmal am Samstag ist wieder Hofbergmann und Freitag ist Hofbergmann, so rum. Und am Samstag ist wieder die Hinterkaifeck V3. Immer Start 19 Uhr. Ne, da geht's immer los. Würde mich freuen, wenn ihr einfach wieder vorbeischaut. So, wir sind jetzt gleich hier beim bei den Gewächshäusern angekommen. So. Huch, mal ein bisschen. Fahren wir da mal rüber. Wir werden jetzt hier mal ein bisschen Kompost schon mal anfahren, ne? Irgendwie fährt das Fahrzeug träge. Ich glaube, es ist auch für die Last nicht gedacht, ne? Müssen wir mal gucken. So. Dann packen. Ach, guck mal, ist fast leer hier. Da war Mist drin. Da packen wir jetzt einfach mal ein wenig Kompost rein. So. Fahren wir da mal rückwärts ran. So, wo ist der Trigger jetzt hier? Da ist er. Muss man sehr nah ranfahren. So, dann machen wir hier einmal voll mit Kompost. Dann hier auch nochmal. So. Ach ja, warte mal. Wir fahren nochmal ein Stück vor, ne? Besser ist. Da gibt es immer mal wieder Fragen von euch, ob ich auch Sachen modden kann. Ich kann nicht modden, Leute. Ne? Ich kann keine Mods anpassen, machen oder irgendwie irgendwelche Sachen umstellen. Habe ich nicht gemacht. Ich nutze die Mods so, wie sie sind. Deswegen, ne? Fragt Modder. Ne? Fragt die Modder, sofern sie Zeit haben, ob sie euch da was anpassen können. Wichtig ist auch, wenn ihr irgendwas selber hier an der Hofbergmann verändert, in den Skripten oder wie auch immer, solltet ihr auf keinen Fall tun, weil nämlich da gibt es keinen Support mehr dafür, ne? Das ist halt auch ganz wichtig. Ne? Weil viele wollen auch immer ganz viele Sachen automatisieren, wo ich mir denke, wo bleibt denn da der Spielspaß? Ne? Das ist ja nicht der Automatisierungssimulator, ne? Sondern es ist ja der Landwirtschaftssimulator, ne? Und dass man da ein bisschen was für tun muss, ne? Ja, ist glaube ich auch selbsterklärend, ne? Von nichts kommt ja nichts. So, dann werden wir das hier auch nochmal abliefern. Jetzt haben wir noch 2000 Liter. Da werde ich nochmal hier ein bisschen was bei den Tomaten abkippen. So, dann in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall ernten, und zwar das Weizenfeld. Denn wir wollen uns ja die Premos kaufen. Vom Geld her sollte das auf jeden Fall passen. Da werden wir auf jeden Fall den Hofladenverkauf, denke ich mal, noch mitnehmen, sodass wir dann zum Wochenende hin dann auch, vielleicht sogar schon im Livestream dann die Premos haben. Müssen wir mal gucken. Das Querneland jetzt hier kommt ja auch bald raus, ne? Am 16.06. ist es soweit. Link natürlich auch hier in der Videobeschreibung, wenn ihr Lust habt, das vorzubestellen. So, jetzt sind wir hier soweit ready. Und jetzt können wir uns mal den Wassertank nehmen. Ich habe schon mal einen vollen Tank darüber gefahren. Ich muss natürlich noch weiteren Kompost holen, damit wir auch die anderen Gewächshäuser wieder in Betrieb nehmen. Ich habe auch schon ein paar Salatköpfe da eingesammelt. Dazu steht hier unser schöner Unimog. So. Ich stelle den schon mal hier in Richtung Ausfahrt, hier den Hänger. Zack. Und jetzt zeige ich euch gleich mal, wie man jetzt hier die ganzen Dinge befüllen kann mit Wasser. Da gibt es nämlich zwei Dinge, die man machen kann. Auf der einen Seite mit dem klassischen Schlauchsystem und auf der anderen Seite
Mit dem Trigger-System. Das könnt ihr einstellen jetzt, ne, in der neuen Version. So, ich fahre jetzt einfach mal hier zu den äußeren, zum äußersten Gewächshaus, ne? Das ist, glaube ich, sogar noch voll. Beziehungsweise, ach, da haben wir noch die ganzen Salatköpfe drin. So. Die eine Variante ist, wir machen das, wie ich das jetzt hier mache. Sprich, wir fahren hier ran. Ne? Lass mal Motor aus. Steigen aus. Ne? Ich finde das persönlich mit dem Schlauchsystem sehr gut. So. Dann nehmen wir den Schlauch hier. Hoch. Drücken da rechte Maustaste. Dann nehmen wir die andere Seite. Drücken auch da die rechte Maustaste. Wenn wir nah genug dran sind, das ist ein bisschen Frickelarbeit, das musst du so ein bisschen abschätzen. Ich fahre nochmal ein Stück vor und dann nochmal ein Stück zurück. Es braucht halt Zeit, ne? So einen Schlauch anzuschließen. So. Sollte jetzt passen. Jo, sieht gut aus. Nehmen wir natürlich wieder das Schlauchende hier. Hup, machen das dran. Müssen dann hier noch den Hahn öffnen, rechte Maustaste. Steigen jetzt hier ein und drücken R. Aber Zielbehälter ist leer, weil ich noch auftanken habe. Ich zeige euch das mal hier. Wir müssen natürlich in... Ich mache mal die Pumpe aus. Die Pumprichtung mit Y ändern und dann R drücken. Und jetzt fülle ich das Ganze auf. Ne, das ist, was es auch in der 1.6er schon gab, ne, dass wir das hier quasi einfach befüllen. Ne, mit dem Schlauch. Und die andere Möglichkeit ist, ich mache mal das F1-Menü wieder an, dass wir einfach sagen können, okay, ich will jetzt nicht mit dem Schlauch abladen, sondern ich möchte, wie links oben jetzt beschrieben, die Triggerbefüllung aktivieren. Das machen wir jetzt mal. Und jetzt haben wir die Triggerbefüllung aktiviert. Das heißt, wir können jetzt nicht per Schlauch abladen, sondern per Trigger, also wie ihr es sonst kennt, ranfahren, I drücken, fertig. Ne, ist er jetzt schon fertig hier mit Befüllen? Jo, der ist fertig. Sehr gut. Dann müssen wir den Hahn wieder zumachen. Ja, dann können wir jetzt den Schlauch hier wieder aufladen. So. Hier hinten rechts ist immer der Trigger, ne? Weil viele schreiben auch immer, ich habe da Probleme. So. Das heißt, wir fahren jetzt hier ran. Einmal rückwärts. Da seht ihr schon den Wassertrigger. So. Und so könnt ihr dann Wasser jetzt ganz normal auch wieder hier über den Trigger abladen, ne? Das könnt ihr selbst entscheiden, wie ihr es macht. Ne, ihr könnt jetzt auch wieder hingehen und müsst aber das manuell einstellen, ne? Das heißt, ich will ja wieder Schlauch später haben. Das heißt, ich stelle das wieder um, dass ich das mit dem Schlauch machen kann. Das gleiche gilt auch hier. Wenn ich jetzt hier beides umstelle, kann ich jetzt hier die Trigger nutzen. Wir machen das jetzt einfach mal. So. Das heißt, hier wieder ranfahren. I drücken. Es geht natürlich schneller, ne? Für den einen oder anderen, ne, der sagt, ach, das dauert mir alles viel zu lange. Ne, kann man das auf jeden Fall machen, ne? Also, wie gesagt, ihr spielt euer Spiel, ihr spielt euren Spielstand. Und jeder spielt das so gerne, wie er haben möchte. Das ist halt wichtig. Also ich finde es zumindest wichtig. Dass jetzt keiner sagt, oh, du spielst das, war falsch. Ne? Also falsch spielen gibt's nicht. Ne? Jeder spielt so gerne, wie er es möchte. So. Ne, jetzt wird hier ganz normal wieder per Trigger ausgeladen. Ich stelle den mal wieder um. Weil hier möchte ich das halt auch nicht nutzen. Und da auch nicht. So. Dann fahren wir jetzt hier mal rum. Und wir tanken jetzt nochmal die anderen Gewächshäuser. So. Natürlich geht es schneller, ne, wenn man das nicht mit dem Schlauch macht. Aber ich finde es persönlich schöner, mit dem Schlauch zu machen. Und es ist auch gar nicht kompliziert, ne? Einmal links drücken, da fällt er hier runter. Hier oben bleibt er hängen, da könnt ihr den direkt hier aufnehmen. Dann einmal wieder hier dran machen, direkt. Oder auch andersrum. Da den Schlauch anbringen. So.
R drücken. Güllefluss habe ich geöffnet. Ha, seht ihr? Er sagt euch auch, wenn irgendwas nicht funktioniert. Zack. Jetzt können wir R drücken. Und jetzt pumpt er das wieder ganz normal per Schlauch ab. Na, das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Den kann man jetzt zum Beispiel mal wieder hier mit... Den schon umgestellt? Ja, den habe ich schon umgestellt. So. Na, also ihr könnt das so einstellen, wie ihr es gerne haben möchtet, ne? So. Das gleiche ist natürlich auch am Hof verbaut. So. Wir machen das mal wieder drauf hier. Natürlich jetzt auch hier ranfahren. Und wenn man es jetzt nicht umgestellt hat, kann man es auch nachträglich noch umstellen. Also ihr könnt da quasi selbst entscheiden, wie ihr es macht. Ne? Jetzt kommt der Trigger hier, zack, könnt ihr wieder abstellen. Ja, und sobald ihr den Trigger halt wieder nach unten macht, hört er auf, wieder abzufüllen. Ne? Das ist halt auch mal die Sache. Stell den mal wieder um. Hupp. Nach unten ist quasi Schlauch. Wenn er nach oben ein bisschen weiter rausguckt, dann ist er halt auf dem Trigger eingestellt, ne? So, hier müssen wir jetzt wieder einen Schlauch nehmen oder wir steigen aus und stellen das einmal ein, ne? Zack. So, Trigger ist da. Ja, und dann werden wir jetzt uns gleich noch ein bisschen Wasser holen. Ich glaube, das Wasser reicht nämlich gar nicht mehr, oder? Reicht es noch? Ja, es müsste noch reichen, aber ich stelle es nochmal wieder um hier. Was wir jetzt machen können, ist nämlich, es hat ja zwischenzeitlich mal geregnet. Es gibt ja diese Auffangbehälter. Und da können wir das Wasser auch auffüllen. Ich zeige euch das mal. Da brauchen wir nämlich auf jeden Fall hier nicht mehr hin und her fahren. Das Wasser hätte jetzt noch gereicht für die letzten beiden Gewächshäuser. Das auf jeden Fall. Aber hier bekommen wir halt auch frisches Wasser her. Ne? Müsst ihr aber aufklappen. Müsst ihr ranfahren, glaube ich. Richtig verstanden habe. Und könnt hier mit R, guck mal, hier seht ihr Wasser, könnt das Ganze dann befüllen, ne? Aus diesen Vorratstanks, ne? Da ist nämlich Wasser drin. Das ist durch Regenwasser. Und so bekommt ihr das Ganze dann auch wieder voll. Ne? Das ist auf jeden Fall echt auch eine coole Sache. Ne? Und der wird jetzt da ganz normal befüllt. Das läuft hier ohne Schlauch komplett, da braucht ihr auch nichts umstellen. Aber es ist halt nicht viel drin, ne? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, wie viel Wasser da jetzt rausgeht aus den Tanks. Aber so kann man dann jetzt hier auch die Gewächshäuser damit quasi versorgen. Ne? Ich mache das mal wieder ab hier. Beziehungsweise, ich muss ja noch die letzten Felder da auch noch fertig machen. Aber was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, wie man jetzt hier wieder die Gewächshäuser in Betrieb nimmt. Weil hier haben wir zum Beispiel gar nichts drin. Da ist nichts drin. Hier ist noch ein bisschen was drin. Und hier ist quasi noch voll, das müssen wir noch abräumen. Die Kisten, egal ob die jetzt voll oder leer sind, die könnt ihr auch nicht mehr mit der Hand transportieren. Und da ist der besagte jeweilige Gabelstapler. Steigen wir mal ein. Und nehmen jetzt die Setzlingspaletten hier. Die könnt ihr übrigens kaufen übers Menü. Über Paletten kosten nur noch 50 Euro statt 200, glaube ich. Das hat sich nämlich auch geändert. Dann nehmen wir mal eine Palette auf. Wupp. Ja, mit den Dingen kann man hier echt viel, viel besser fahren. Ja. Wenn man nicht hängen bleibt, ne? Man kennt es. So, kommen Sie. Ja, Feeds Batman. Wenn man hier nicht an der Kante hängen bleibt, ne, dann fahrt ihr einfach hier rein. So, ich habe jetzt mal das eine aufgemacht. Eine Setzlingspalette reicht übrigens für den Salat hier. So. Bedeutet, einfach ranfahren. Es wird dann automatisiert abgelegt. Mach die mal wieder aus. Und dann fängt die junge Dame wieder hier an zu pflanzen. Na, wir können hier natürlich auch den Füllstand nochmal einsehen. Da seht ihr das. Alles volle Pulle. Na, wir können auch nochmal bei den anderen vorbeischauen. Das heißt, hier können wir auf jeden Fall zumachen. Wenn wir uns das hier nochmal anschauen, sehen wir auf jeden Fall, ne? Setzlinge sind hier auch nicht drin.
Kopfsalat brauchen wir hier auch noch. Beziehungsweise Kopfsalat ist da auch noch drin. Das heißt, auch hier können wir wieder das Ganze befüllen. Wieder ranfahren hier, ab in den Manitou hier, in den Gabelstapler. Da wieder die Palette aufnehmen. Man sollte die vielleicht nicht so weit rechts oder links, je nachdem von welcher Seite man guckt, hier an dieses Tor packen oder an diesen Wellblech Aufbau, weil habt ihr gerade gemerkt, da bleibt man da schon mal bei der Kante hängen. So. Und ich würde sagen, Leute, das soll es dann erstmal wieder für heute gewesen sein. Ich mache das Ganze noch ready. In der nächsten Folge werden wir wieder ein bisschen ernten. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage mal bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Homer.